Unsere Ernährung ist für jeden von uns eine sehr, sehr persönliche Sache. Sie gehört fast schon zur Persönlichkeit. Wie ist das dann, wenn man plötzlich eine Ernährung von jemand komplett anders übernimmt, die sogar ganz anders ist als die eigene? Hey Internet, was geht? Ich bin Marius und welcome back to this channel. Und wie ihr gerade seht, bin ich nicht zu Hause, sondern in Madeira. Und zwar, weil ich ein Experiment mache. Und zwar möchte ich 5 Tage schauen, wie es ist, sich vegan zu ernähren wie Simon Unge. Und nach den 5 Tagen dann zu sehen, wie gesund ist Unges vegane Ernährung wirklich. Ich bin persönlich Vegetarier, aber kein Ernährungsexperte. Und deshalb habe ich mir jemanden dazu geholt, der da richtig viel Ahnung hat. Und zwar den Jazz. Jazz kennen viele von euch wahrscheinlich als einen Fitnesstrainer von vielen YouTubern, aber er hat echt sehr, sehr viel Ahnung von Ernährung. Er wird das ganze Experiment überwachen, aber wie genau wollen wir das überhaupt machen, dass ich dir das tracke, weil du bist halt nicht in Madeira. Erstens, du schickst mir alles, was du isst. So ein also, Foto einfach? Egal, was es ist. Ja, auch wenn es nur eine Nuss ist, du musst mir das schicken. Und zweitens, wir benutzen einfach eine App, eine Tracking-App, ja, wo du deine Kalorien eintragen kannst. Und ich würde auch empfehlen, definitiv, dass, wenn es, ich weiß, ein bisschen strange, nimm dir eine kleine Waage und nimm überall. Das heißt, überall, wo ich hingehe, muss ich diese Waage mitschleppen. Und selbst wenn ich irgendwie Burger oder sowas esse, muss ich erst die einzelnen Zutaten auseinandernehmen, sie einzeln abwiegen. Um dann halt wirklich genau schauen zu können, was ist in dem Essen drin. Ja, das wird auf jeden Fall lustig. Aber generell ist es ja tricky, weil ich sag mal, vegane Ernährung ist jetzt auch per se nicht so einfach. Es passiert halt öfters, dass Leute sagen, okay, ich werde jetzt vegan und dann lassen die halt einfach Sachen weg und ersetzen die halt gar nicht. Ne? Ja. Und dann am Ende wird halt vegane Pizza gegessen, Pommes und Reis und Salaten, das war's. Oder sagen dann nicht, okay, ich muss es ersetzen mit zum Beispiel Bohnen oder Linsen oder Erbsen. Und dann im Endeffekt enden sie so, dass sie halt nur irgendwie Reis essen, Brot, Salat, Pommes und das war's. Ne? Okay, und das ist natürlich nicht so optimal. Ne? Ja, und dann ging's los nach Madeira und ich sag euch, das war ein Höllenflug. Wir sind einfach erst auf der falschen Insel und so gelandet, aber das ist eine ganz andere Geschichte. Jedenfalls sind wir dann gelandet. Ich habe was Schönes für dich dabei. Und zwar brauchen die eine Waage, die ist so klein, die kannst du in die Hose stecken und dann kannst du die so ausklappen, wie hier so zu sehen ist. Und dann hat er die immer dabei. Übel geil, danke, danke, danke. Jetzt heißt es, ab jetzt esse ich wirklich nur das, was Simon isst. Ich weiß aber schon, ich habe ein Problem, ich esse normalerweise extrem wenig und ich werde richtig leiden, weil er wahrscheinlich viel mehr isst. Sehr viel. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, wie schwer das wirklich wird, denn wenn Simon bestellt, sieht es einfach so aus. Freestyle, but in vegan, 100 different pieces, Bakama Salad. Yo, oh no, da machen wir 3 times. Ja, und ich dachte mir nur so, times, was machst du? Und bei jeder Ernährung ist ja wichtig, ausgewogen zu essen, damit du alle Nährstoffe zu dir nimmst, aber gerade bei veganer Ernährung halt, damit du genug Proteine zunimmst, sollst du 3 Portionen pro Tag Hülsenfrüchte zu dir nehmen oder ne, das halt Tofu, Hummus. Was denkst du, wie viel hakst du davon wirklich jeden Tag ab? Ich würde sagen, so zu 85% ausgewogen. Ja. Und ich denke, dass mir manche Mikro-Makronährstoffe vielleicht an manchen Tagen fehlen, aber auf den Wochenblick gesehen würde ich sagen, dass ich von allem genug zu mir nehme, weil ich auch extrem viel esse. Ja. Und ich achte auch darauf, wenn ich zum Beispiel jetzt zum Frühstück irgendwas mit Hummus gegessen habe und ich habe schon genug Bohnen zu mir genommen, dann versuche ich am Abend dann andere Sachen zu essen, damit ich ja auf jeden Fall von allem genug habe. Bei mir war es halt so, die ersten Jahre, als ich vegan gelebt habe, habe ich überhaupt auf meine Ernährung geschissen. Zum Beispiel sehr viel Reis essen ist gar nicht unbedingt so nice, wenn es zum Beispiel einfach nur weißer, geschälter Reis ist, weil dann sind die Nährstoffe, viele Nährstoffe sind in der Schale und so und zum Beispiel brauner Reis ist geiler. Und da hat mir Simon auch von einem ganz wichtigen Supplement erzählt, das war Vitamin B12, auch das tierische Vitamin genannt. Und das Kritische daran ist, hat mir Simon erzählt, dass man die Mangelerscheinung erst viel zu spät merkt und das kann dann wirklich zu zum Beispiel Nervenschäden führen. Ja, und dann haben wir gegessen. So viel Essen. So, das ist das Gyoza. Dass der hier so voll fest. Okay, das Gyoza sind 78 Gramm. Kann man das alleine ein? Ja, alleine. Geht? Ja. Ich mach einfach mal so eine Hälfte, ja? Ja, mach mal. Okay, jetzt sind 110 Gramm Edamame. Was geht denn jetzt? Hey Simon, bitte übertreib's nicht jetzt. Also das ist halt echt schon viel. Okay. Dann haben wir so Sushi noch aufgefoodet und dann ging es schon weiter mit Day 2. Da sind wir nämlich zum legendären Mundo Vegan Frühstücken gegangen. Und zwar hatten wir da Falafeln und eine Bowl. Und ich sag euch, die Bowl war beim Vegan echt ein Pain. Aber ich würde sagen,
bisher. Das sind nur gute Sachen bestellt, war alles lecker. Das freut mich. Wir haben jetzt ungefähr 1000 Kalorien gegessen zum Frühstück. War es das Frühstück schon? Das war Frühstück plus Mittagessen. Wir haben ja lange. Brunch, wir haben gebruncht. Und deswegen ist es okay. Voll. Und daraus sieht man einfach erstmal noch so ein bisschen die City gezeigt. Wir sind ein bisschen gewalkt und dann gab es noch einen kleinen. Sag mal umgeklickt. Prost. Prost. Oh, super süß. Nice, weil wir hatten heute noch nichts so wirklich Süßes. Ja, deswegen wollte ich eine kleine Süßigkeit. Was ist denn jetzt bis jetzt dein Fazit? Also im allerkurzen finde ich persönlich gerade, dass ich einfach random irgendwas vorgesetzt bekomme, was ich auf einmal essen muss und gar nicht so dieses, ich esse nur das, was ich kenne, mache, sondern die ganze Zeit irgendwas esse, was ich eigentlich gar nicht sonst essen würde. Sonst. Ja, und es ist diese Entscheidung ist ja abgenommen. Genau, es genau. Spaß, Zeit und Nerven. Ja, eine Sache, die ich vielleicht noch gerne ansprechen würde, ist, das ist natürlich jetzt nur ein ganz kleiner Auszug, wenn wir jetzt in den Tagen das und das essen, ist das jetzt sehr repräsentierend, nicht meine Ernährung für Monate oder, ne, sondern nur für einen kleinen Zeitraum. Fünf Tage. Genau. Und das ist halt auch wichtig zu berücksichtigen. Und ich muss sagen, die Umstellung auf diese Ernährung war überraschend interessant. Ich habe einfach so viele Sachen gegessen, die ich normalerweise einfach gar nicht bestellen würde. Aber ich hatte halt wirklich keine Wahl, wirklich alles zu probieren. Dadurch habe ich mega viele neue Sachen kennengelernt, die wirklich überraschend gut geschmeckt haben. Aber vor allem dachte ich bei mega vielen Sachen, krass, dass es wirklich komplett vegan ist. Es gibt so viele verschiedene leckere Sachen, die wirklich komplett vegan sind, wo man es gar nicht vielleicht denken würde. Unser Abendessen war zum Beispiel auch extrem lecker. Da hatten wir Tomatensuppe und so gegrillte Mango gehabt. 274 minus 891. Wie viel ist das? Ich habe nicht zugehört. 381. Ja, genau, richtig. Ja. Heute haben wir 2410 Kalorien gegessen. Guten Morgen. Wir haben Essen mitgebracht. Zum Frühstück hat Sabine ein mega geiles Porridge gekocht und ich stand halt nur daneben wie so ein creepy Stalker. Und es riecht so gut. Es riecht richtig gut. Oh, ich will sehr viel essen. Also bis die Schale voll ist. Also, eine gute volle Schale. Wir nehmen auch noch mal eine zweite Schüssel als Nachschlag vielleicht. Er immer so. Ich bin satt. Du immer so. Ich nicht. Ich immer so scheiße. 128 Gramm Porridge. 500 Gramm. Das sieht so geil aus. Lecker. Danke, Sabine. Ich bin so gespannt. Ich habe noch nie Porridge gegessen. Du hast noch nie Porridge gegessen? Nee, wirklich? Das ist so, eigentlich ist das einfach. Einfach rein? Ja, du nimmst, versuchst einfach so ein bisschen von allem so ein bisschen zu nehmen. So. Geil, oder? Boah, schmeckt richtig gut. Da hast du ganz viele verschiedene Geschmäcker auf einmal. Ja. Boah, geil. Ich bin gespannt auf Bananen. Normal esse ich Bananen, glaube ich nicht. Bananen schmeckt ja gar nicht so. Ah, ich liebe das auch, dass dieses heiße Porridge und dann diese eiskalten Früchte und so. Voll, übel geil. Aber man merkt auf jeden Fall schon, dass es auch voll gut sättigt. Ja, auf jeden Fall. Also ich finde, so eine Schüssel ist auch schon heftig. Ich habe tatsächlich fast aufgegessen. Respekt. Kann man schon mal klatschen. Zugabe! Nein, auf keinen Fall eine Zugabe! Dann sind wir noch ein bisschen wandern gegangen, haben in so einer süßen Hütte einen Tee gesippt und dann kam für mich irgendwie die beste Mahlzeit bisher. Ja, also ich esse nie Butter auf Brot. Also ich auch nicht. Nee, perfekt. Ich wirklich auch nicht. Ich hab viel, viel mehr Zwiebeln. Oh Gott. Du musst so leben wie Simon Unge. Ja, ich merke das schon. Ich bin gar nicht so der Zwiebelmensch eigentlich. Ja, leider hab ich aber. Ja, du bist aber schon eher. Zwiebeln und Knoblauch. Dann. Guten Hunger. Och, Marius. Aber ich muss echt sagen, Tomatenbrot ist einfach wirklich geil. Überraschenderweise finde ich die Zwiebeln halt wirklich gut. Daran denken, immer die roten Zwiebeln nehmen. Haben mehr Antioxidantien als die weißen. Und finde ich auch lecker. Viertes Tomatenbrot mit Schaf. Aber Marius, ey, aufpassen, die ist schon echt gar nicht mal so unscharf. Prost. Prost. Ja, merkt ihr auf jeden Fall. Aber ist noch so eine geile Schärfe. Ist schon so für mich im oberen Limit, aber ich find's noch geil. Das Problem ist, Simon hat mich schon gefragt, ob wir zusammen so eine scharfe Nudel-Challenge machen, weil es gibt ja hier diesen Asialaden, wo es diese scharfe Nudeln gibt. Ich hab ihm dann gesagt, ja, können wir gerne machen. Und jetzt ist mir erst eingefallen, er muss ja alles essen, was ich esse. Nein, ich will die nicht. Ich sterbe. Ja, Marius, du bist halt wirklich. Du wirst wirklich sterben. Das ist wirklich richtig krass. Du wirst wirklich sterben. Ich kann nicht hier die ganze Packung. Aber du musst eine Woche das essen, was Unge ist. Ja, ich weiß. Das bin ich. Also, das hier ist noch eine Erlösung. Diese Soße, du bist wirklich. Also, das wird Highlight. Warum machst du so Sachen? Es tut mir leid. Und ihr merkt schon, es passiert so viel. Und deswegen gibt es eine Premiere. Es gibt einen zweiten Teil. Und der kommt schon am Sonntag um 12 Uhr. Und da gibt es die scharfen Nudeln. Und wir schauen mit dem Ganzen, was wir gewogen haben, wie gesund
ist Unges vegane Ernährung wirklich? Und wer jetzt die weniger Punkte, wer jetzt mehr Punkte macht, muss die doppelte Portion. Nein, nein, das kann ich doch. Weiß nicht. Stopp! Ja! Das kannst du mir nicht antun. Heute wird ein richtiger Scheißtag. Warte kurz, du musst stoppen, du musst stoppen. Ja, ja. Du musst erst weiter essen. Boah! Das war zu viel für die Jungen, aber ich glaube, das war auch. Also, ey, auf den Abo-Button drücken, damit ihr den Teil nicht verpasst. Und wir sehen uns am Sonntag.